Hallöchen Leute, das sind wieder zurück bei Okami. Im letzten Part sind wir ins Dorf, Kamiki zurückgekehrt und naja, der schicksalhafte Tag hat Kushi getroffen, die Auserwählte, um sich Orochi zu opfern, und Susanoo hat den ganzen Sack ausgetrunken, der eigentlich für das Fest bestimmt war. Aber ich glaube, wir stehen hier noch vor einem viel größeren Problem als dem. Schauen, was sie zu sagen haben. Ah ja, da sagt man das gleich wie vorhin, okay. Oh, liebe Kushi, verzeih uns. Es gibt nichts, was wir tun können. Ah, doch, wir können auch schon was tun. Komm raus, Susanoo. Ist der Opferpfeil das Werk des legendären Monsters? Sind wir dazu verdammt, von diesem schrecklichen Ding gefressen zu werden? Ich bitte dich. Komm heraus und befreie uns von diesem Übel. Ach ja, Susanoo hat ja auch zugegeben, dass er derjenige war, der Tsukuyomi entfernt hatte. Was ist los mit dir, Susanoo? Wo ist dieses Heldengesicht, das du sonst immer zeigst? Tja, ich glaube, wir kriegen ihn da nicht raus. Also müssen wir wohl selbst handeln. Rennen wir mal Kushi hinterher. Ich gehe vorher noch mal kurz einkaufen. Mal schauen, ob wir uns irgendwie was leisten können. Was geht hier vor? Das ist das Haus des legendären Helden Nagi. Ich dachte, es wäre ein guter Platz, um Geschäfte zu machen. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich meine Vorräte verkaufe und zurück in die Stadt gehe. Ich nehme mal an, dein Besitzer... Ja. Lup, kaufen. Können wir irgendwas verkaufen? Ja, einiges. Ah, wir haben schon recht viel Geld. Kaufen. Zwei. Davon. Zwei. Mehr gibt's nicht. Erstmal die Exorzismus-Dinger reichen. Weil ich ja auch gemerkt habe, dass die echt praktisch sind. Wenn man weiß, sie richtig einzusetzen. So, ah, davon ist Kushi schon. Oh Mann, du Arme. Bist du okay, Süße? Versuche nicht, mich aufzuhalten, Issun. Und du auch nicht, Schneeflocke. Wenn das von Orochi gewählte Opfer davonläuft, dann wird eine Katastrophe über Kamiki kommen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich das tue. Was? Es gibt zu viel Leid auf der Welt. Ich werde uns mit meinem Sake von dir, dieser bösen Bedrohung, befreien. Bist du verrückt? Wir reden hier über den verfluchten Orochi. Diese Einstellung würde ich nur umbringen. Glaubst du wirklich, dass du mit deinem kleinen Krugsake gewinnen kannst? Ja, Issun. Ich schätze, ich bin verrückt. Es ist die einzige Möglichkeit. Mein Sake ist die einzige Lösung. Ich gehe. Und ich werde das Monster mit meinem Sake besiegen. Das lässt du mal schön bleiben. Ich tue auch noch, Amy. Verdammt. Warum plustert er euch so auf? Es gibt keine Hoffnung zu gewinnen. Nun, sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte. Wir schaffen das schon. So... Hat sie den Sake? Ich glaube, sie hat den Sake. Dann auf zur Mondhöhle. Los, du bist ein bisschen schwer, Kushi, aber egal, wir schaffen das schon. Wie lustig sie einfach am Terrasse drauf sitzt. So, auf geht's. Diese heldenhafte Musik dazu. Nein. So, ich will jetzt nicht kämpfen. Da ist sie wieder. Ich dachte schon, sie ist weg. Aber die Textur musste erstmal nachladen. So, Kämpfe will ich jetzt echt vermeiden. So, auf geht's. Oh. Wer ist das denn? Kushi, was um alles in der Welt machst du? Ich habe gerade einen ohrenbetäubenden Donnerschlag aus dem Dorf gehört. Glaub nicht, dass heute ist keine Nacht, in der man hier draußen rumlaufen sollte. Hm, Hans trotzdem. Ja, wir müssen die Welt retten. Oh, die Mondhöhle. Man sieht schon die blitzsamen
Horizont. Vorne sehe ich ein kleines grünes Licht. Wahrscheinlich wartet wieder unser Freund Walker hier. Mich würde es nicht wundern. Ja, wer denn sonst? Wer sollte denn sonst hier sein? Ich wusste, du würdest kommen, Amaterasu. Ich nehme mal an, du hast ein Rendezvous mit dem zu opfernden Mädchen genossen, oder? Es geht dich nichts an, du möchtest gern Prophet. Hey, das ist der Lindbaumkristall, den er uns gestohlen hat. Nun, die Mondhöhle ist offen. Du hast deinen Teller erfüllt. Jetzt überlass den Rest mir, Amaterasu. Oh oh. Warum du... Was soll das bedeuten? Bedeuten? Sagt dir das Sprichwort... Wer eine Motte zum Licht irgendetwas? Ich meine, du bist freien Willens hier reingegangen, nicht? Natürlich ist eine weitere Person dazu bestimmt, außer dem Opfer reinzugehen. Ich schätze, du zählst nicht wirklich. Ein kleiner springender Freund. Verdammt. Sieht so aus, als wären wir wieder reingelegt worden, Amy. Aber hattest du nicht geplant, die Höhle trotzdem zu betreten, Darling? Es ist an der Zeit für dich zu scheinen, Amaterasu. Und jetzt lass mich noch diese Prophezeiung machen. Es ist ein Vollmond, 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 yo. Tut mir leid, Darling. Das war nicht wirklich eine meiner besten. Goodbye. Pa, schätze, wir stecken hier fest. Wir hatten ja eh geplant, uns um diesen Ort zu kümmern. Hör auf damit, Amy. Es hat keinen Sinn. Gucken wir uns hier mal um. Wie Amy einfach gegen die Barriere immer tippt. Ja, wen haben wir denn da? Ich dachte, er versteckt sich in seinem Haus. Der kleine Schlingel. Mondhöhle. Oha. Irgendwie wirkt das immer ein bisschen wie das Ende, wenn man hier ist. Ist es aber ehrlich gesagt noch lange nicht. Noch lange, lange nicht. Aber die Prophezeiung, die uns gegeben hat, klang ja eigentlich sehr fröhlich. Deswegen, mal schauen, wo uns das hier hinführen wird. Amy, du hast den wunderschönen Hintern. Oh.
Hä? Na toll. Die Treppe ist zerbröselt. Gott oder nicht gut. Gott, ein Sprung ist einfach viel zu weit für dich. Wir müssen entweder einen Weg herumfinden oder wir können unseren Weg gehen. Du weißt schon. Unseren Weg. Das ist doch offensichtlich. Es ist so, wie ich immer sage. Erst springen, dann denken. Ich weiß, es erfordert eine Menge Nerven, das jetzt zu machen. So. Also wir können keine Treppe malen. Ich dachte, wir sollen eine Treppe malen. Aber anscheinend nicht. Wenn Isun meint, wir sollen springen, dann springen wir mal. Und es war anscheinend das Richtige. Wow. Das war ja ein Fall. Ich frage mich, wo wir hier verdammt nochmal sind. Nun, da wir ja jetzt fertig sind, hoffe ich, meine Nase verrät uns, wo sich Kushi befindet, Fellknäuel. Bleib stehen, Hündchen. Was glaubst du, was du da machst? Was willst du in der Mondhöhle? Dem Hort unseres Meisters, dem großen Orochi. Hier drüben. Oh, du. Ich hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Ich hatte dich schon vor einer ganzen Weile entdeckt. Ihr sucht wohl nach Streit, was, Jungs? Wir haben keine Zeit für Amateure wie euch. Aber wenn ihr drauf besteht, dann werde ich euch platt machen. Warum? Du bist nur ein blöder alter Wolf. Hä? Genau. Guck dir diese törichten Narren an. Du bist ja ein ganz schön doof aussehender Wolf. Und so tief an einem Ort wie diesen herumzustreunern. So richtig helle bist du nicht, was? Ich glaube nicht, dass diese Hündchen ein Betrogen ist. Lass uns keine weitere Zeit hier verschwenden. Genau. Ich frage mich, ob das Hündchen vielleicht nur hungrig ist. Oh, essen. Aber durchkommen wir nicht, oder? Nein. Was willst du, Hündchen? Du willst doch nicht durch das Tor gehen, oder? Überleg dir das lieber noch einmal. Das gebietende Tor ist kein Platz für Köter wie dich. Lauf weg und spiel woanders. Ich frage mich, ja, Hündchen, es gibt mir wieder Essen. Oh Mann, du siehst echt ausgehungert aus. Irgendwie tust du mir leid. Möchtest du Futter? Willst du mir einfach Essen geben? So, wo sind wir denn hier? Es sieht alles sehr... Es sieht aus wie Katzenwachs einfach. So, da hoch kommen wir, glaube ich, nicht. Und dann... Oh. Tropfsteinhöhle. Sieht trotzdem aus wie Katzenwachs. Ach ja, und da vorne ist ein Tor. Ein Speichertor. Und der Sake. Und ein tiefer Abgrund. Ich schaue mich immer gerne um an neuen Orten. Nee, mal schon, ob man irgendwas entdeckt. Erhalten Donnergebräu. Wohlduftende Sake, der Kushis Meisterschaft, beweist. Hey, ist es nicht der Sake von der süßen Kushi? Ein bisschen ist noch da. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das genug sein wird, um mit Orochi fertig zu werden. Das bezweifle ich auch. So, ein Speichertor. Was ist noch da? Das ist eine Schatztruhe. Schatztruhe. Dein Gehirn wird gleich wieder gelenkt, um Schätze zu finden. Heilige Knochen. Ich habe irgendwie keine Ahnung mehr, was uns hier erwarten wird. Ja, es ist schon wieder ein bisschen her. Zack. Das Essen, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ich wollte eigentlich auf einen neuen Magen sparen, aber die kosten immer so viel. Machen wir einfach mal so. Ich glaube, das schadet nicht. Also, hier kommen wir noch hoch. Und ansonsten, ich glaube, die Dinger können wir mal aufschneiden. Nee, doch nicht. Ich bin nicht ganz durch hier. Nee, ich glaube, darunter sollten wir nicht. So, gehen wir nochmal hier hoch. Zack. Und hier. Bup. Ja, ich glaube, der. Nee, das können wir noch nicht machen. Schade. Oh.
Wir fließen wirklich ein, wenn wir dran ecken. Ich war mir gerade nicht mehr so sicher. So, sonst hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Ach ja. Die Mondhöhle. Das war dein großer Spaß. So, ich glaube, da oben kommen wir noch nicht dran in der Schatztruhe. Und da ist ein Monstertor. Lass ein bisschen umgucken. Du weißt ja nie, wo hier noch was versteckt ist. Und ich glaube, hier kann man auch sehr schnell irgendwas übersehen. Hier ist zumindest ekelhaftes Wasser. Was nicht gerade sehr gesund aussieht. Ist hier noch irgendwas? Zack. Sieht nicht so aus. Dann kümmern wir uns mal um das Tor. Geh durch. Ich habe ein bisschen Angst. Das ist bestimmt ein neuer Gegner. Oh ja, ist ein neuer Gegner. Ein schwarzer Affe. Und auf geht's. Jetzt haben die Köpfe um sich rum. Autsch. Ich glaube, die Köpfe fügen mir Schaden zu. Aber ansonsten ist der Typ nicht gerade sehr stark. Was ist das wirklich? Und eine weitere Schatztruhe. Erhalten Maske. Wird von Teufeln getragen. Trag sie, um als Teufel zu erscheinen. Hey! Das ist eine dieser Masken, die die Teufel tragen. Aber diese ist nicht so, ist so schlicht. Keine Verzierung oder sowas. Natürlich kann kein respektabler Künstler eine leere Leinwand widerspiegeln. Ich meine, da muss man einfach drauf, da muss man einfach was draufmalen, weißt du? Warte mal eine Sekunde, Fellknäuel. Ich werde sie mal ein bisschen aufdonnern. So. Ich will eigentlich was anderes drauf malen, aber irgendwie. Es ist wunderschön. Hm? Ja, sieht an dir gar nicht mal so übel aus. Tatsächlich siehst du besser aus. Als der gewöhnliche Durchschnittsteufel. Nein, ich möchte es neu machen. Ich muss ein bisschen kleiner malen, um das hinzukriegen, was ich haben will. Ein kleines Smiley, den ich immer unter meine Zeichnung mache. Wunderschön. Ihr seht einfach so gut aus. Nun? Ja, was sagst du nun? Wenn diesmal wird es dir gefallen. Oh ja, das wird es. Und ich muss gleich niesen. Bitteschön. Jetzt bist du ein fies aussehender Teufel. Na, so fies sieht das nicht aus. Aber jetzt im Ernst. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Nur ein Teufel würde freiwillig so eine Maske tragen. Während wir rumalbern, wird dieser Rotschi die arme kleine Kuschi holen. Und... Ich wage gar nicht dran zu denken. So, wunderschön, dass wir jetzt das Teufel durchgehen und wir gehen mal zurück zu den Typen. Und mal schauen, ob sie uns durchlassen. Hui. Zack. Und ja, aber ob sie uns durchlassen? Das erfahren wir im nächsten Part. Haha, Cliffhanger und der letzte Part war schon so lange. Deswegen muss ich den ein bisschen kürzer halten. Aber wir schauen dann im nächsten Part, ob wir durchgelassen werden. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Und ciao.